Zeitlicher Flugsaurier mit P. Woher soll man das denn wissen? Bin ich ein verdammter Paläontologe? Ach Mann, du hast dir heute aber Zeit gelassen. Ich kann kaum noch die Augen aufhalten. Das war vielleicht ein Scheißdienst. Erst geht das Kühlsystem in die Knie und dann hagelt's hier einen kalten nach dem anderen. Mensch, Richard, jetzt beweg deinen Arsch hierher. Ich hab genug für heute Nacht und bin fix und alle. Wenn die nicht bald den Dreck hier rausreißen und neu machen, dann... Was soll denn das jetzt? Mach das Licht wieder an! Kannst du mir mal sagen, was die Scheiße soll? Ich hab jetzt genug von diesen Spielchen. Das ist nicht witzig, hörst du? Wieso sagst du nichts? Richard! Ich will jetzt endlich... Winston? Tut mir leid, aber ich wurde aufgehalten. Wieso ist denn das Licht aus? Winston! Ist der etwa schon abgehauen? Der kann doch nicht einfach so Feierabend machen. Winston! Wieso ist draußen das Licht aus? Da kommt gleich noch eine Fuhre und... Kelly, Danforth, fertig machen! Jawohl, Sir! Heute habe ich was Besonderes für meine Musterknaben. Einen Napalm-Sprengsatz mit Quecksilberzünder. Da könnt ihr euch die Zähne dann ausbeißen. Jawohl, Sir! Die Uhr tickt. Ihr habt 15 Minuten Zeit. Und ich werde euch dabei auf die Finger schauen. Achtung! Die übrige Truppe sieht uns vom Tresor aus über die Monitore zu. Sie kriegen schon wieder die Rosinen. Und wir dürfen dann wieder den kleinen Scheiß... Sagten Sie was, Soldat? Nein, Sir! Dann bringen Sie Ihren Arsch gefälligst in Sicherheit. Das gilt für alle. Sie lassen sich nicht eher hier drin blicken, bis die blaue Lampe angeht. Los! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
wirst dich noch in Schwierigkeiten bringen, wenn du so weitermachst. Ich hab's einfach satt, dass diese Chorknaben immer bevorzugt werden. Wieso geht diese Scheiße denn jetzt nicht? Bist du zu blöd, den Monitor einzuschalten? Das Mistding ist an, aber es kommt kein Bild. Lass mich mal. Ich frag mich, was der Commander an diesen Pennern findet. Nur weil sie schon im Irak waren. Die sind mit ihrem Macho-Gehabe doch absolut nicht teamfähig. Ach, was regst du dich eigentlich so auf? Du kriegst deinen Quecksilberzünder garantiert auch noch. Wie denn? Unsere Supermänner sind doch anscheinend die einzigen Spezialisten hier. Für alles. Ach, so ein Dreck. Ich krieg's auch nicht hin. Wir müssen dem Commander Bescheid geben. Bist du verrückt? Du missachtest einen direkten Befehl, wenn du da jetzt reingehst. Außerdem ist das viel zu gefährlich. Wer sagt, dass ich da reingehen will? Wofür gibt's die Gegensprechanlage? Gefährlich. Die entschärfen da drin doch sowieso nur eine Attrappe. Mann, da war ja gestern Nacht ordentlich was los im St. Andrews. Hast du das mitbekommen? Was meinst du? Die Geschichte mit der Leichenhalle? Fliegt einfach in die Luft. Eine Leichenhalle. Also wenn das nicht zum Totlachen ist. Ist doch praktisch. Die Verblichenen hat's direkt zum Schöpfer gepustet. So was Bescheuertes. Im Radio sagten sie, dass es die beiden Typen von der Nachtschicht auch erwischt hat. Da passt du auf ein paar Leichen auf und ehe du dich versiehst, bist du selbst eine. Das könnte uns bei unserem Job ja nie passieren. Das ist jedenfalls das Abgefuckteste, was ich seit langem gelesen habe. Morgen, die Herren. Achtung! Captain auf der Brücke. Na, mit so viel Elan in den neuen Tag? Was glaubst du wohl, warum, Darren? Ich ahne Schreckliches. Du hast Arbeit für uns. So ist es. Worum geht's? Wir müssen raus zum St. Andrews, da... Bitte? Das kommt davon. Habe ich irgendwas verpasst? Frag nicht. Fahren wir. Das Kühlungssystem war völlig veraltet und laut Aussage eines Technikers stellenweise sogar marode. Ja, tragischerweise sollte es in der kommenden Woche komplett saniert werden. Aber das Zeug in den Leitungen geht doch nicht so einfach hoch. Nein, das Kühlmittel selbst nicht. Aber durch die Leichenhalle wurde ebenfalls die zentrale Gasversorgung des Krankenhauses geleitet. Das klingt so, als hätte sich der gute Kingswood schon ein Szenario zurechtgelegt, Darren. So ist es. Dann lassen Sie mal hören. Naja, es ist natürlich verdammt schwierig, hier noch brauchbare Spuren zu finden. Es hat gestern Nacht fast 30 Minuten gedauert, bis einer von den Gaswerken draußen war, um die betreffende Hauptzuleitung zu schließen. In dieser Zeit war das hier so eine Art Vorhof zur Hölle, das kann ich Ihnen sagen. Weit über 1000 Grad Hitze. Wir glauben dir, dass es schwer war, Lester. Rück ein paar Details raus. Nun, ich gehe davon aus, dass eine der Verbindungsstellen der Kühlmittelleitung undicht gewesen sein muss. Die wurden teilweise wohl nur noch von Isolierband zusammengehalten. Ja, unglaublich. Eine Handbreit daneben verlief das gut armdicke Gasrohr. Auch über 25 Jahre alt. Ja, durch das partielle Schockgefrieren muss das Rohr gebrochen sein, sodass sich die Leichenhalle blitzartig mit Gas gefüllt hat. Den Rest erledigte das Kühlaggregat. Einmal kurz angesprungen und peng! Glücklicherweise lag die Leichenhalle abseits der Hauptgebäude. Sonst hätte es noch viel übler werden können. Und ihr sammelt jetzt hier die Reste ein, ja? Hier ein Bein, da ein Arm. Ja, das kann noch dauern.
Viel ist in diesem Inferno nicht übrig geblieben. Das Leichenhaus war in dem Fall auch gleichzeitig Krematorium. Lorraine? Was ist? Was zum Teufel sollen wir hier? Mithelfen, die kochend heißen Ziegel nach Leichenteilen umzugraben? Das CID ist, wie du dich vielleicht erinnerst, für die Verbrechensaufklärung zuständig. Und mein Befehl lautet, sehen Sie nach, ob das was für den Yard ist. Aber die Wadenbeißer vom Bezirk Greenwich laufen doch hier überall rum. Nun, also vom Strafrechtlichen aus betrachtet, wird jemand die Verantwortung für diese Sache übernehmen müssen. Und das hat er nicht gefragt. Er will wissen, ob wir hier noch gebraucht werden. Oder ob das auch die District Police auf die Reihe kriegt. Sollte ich tatsächlich Hinweise finden, die ein Verbrechen vermuten lassen, melde ich mich. Ist das denn zu erwarten? Tja, kann man nie wissen. Lorraine, du bist heute dran. Womit? Uns Kaffee auszugeben. Warum denn das? Weil du uns für lau in diese Scheißkälte rausgejagt hast, darum. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ist doch noch schön warm hier auf dem Steinhaufen. Und es riecht vor allem so gut. Ich schlage vor, wir fahren zu Gordons. Dann kann sie uns direkt noch zu einer Brezel einladen. Gebongt. Na gut. Lester, wir sind dann weg. Du erreichst mich notfalls über meinen Pieper, ja? Okay. Kommt, ihr Flaschen. So, 70, 80, 90, 100. Das wären insgesamt 500, Sir. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Guten Morgen, Sir. Was kann ich für Sie tun? Sterben. Oh mein Gott. Er hat sie erschossen. Nummer 2, Nummer 3. Nummer 2, den Haupteingang zu. Nummer 3, zum Tresorraum. Ich übernehme die Schalter. Schmerzen? Hilfe kommt sofort. Sonst noch jemand? Redhead hat sich übrigens vorgestern gemeldet. Bei dir? Ausgerechnet bei dir? Er hat im Büro angerufen. Und? Wie geht's ihm? Genießt er die viele Freizeit? Das habe ich irgendwie nicht so ganz rausgekriegt, weil er mir unentwegt Fragen gestellt hat. Das habe ich mir fast gedacht. Man will es kaum glauben, aber ich hatte beinahe den Eindruck, als hätte er Sehnsucht nach dem Laden. Das klingt vielleicht blöd, aber ich habe mir sowas schon gedacht. Erst konnte er nicht erwarten, seine Marke abzugeben und jetzt wird ihm langsam klar, dass er damit auch einen großen Teil von sich selbst im Yard gelassen hat. Hast du ihm gesagt, dass er jederzeit vorbeikommen kann? Klar habe ich das. Er hat mir kurz von seinen Erfahrungen als normaler Bürger erzählt. Wie eigenartig es ist, wenn man mal beim Arzt nicht Schlange stehen muss, weil man sich einen Termin aussuchen kann. Das klang schon fast empört. Wir können ja ein Gesuch an den Chief schreiben, er möchte Redhead wieder zum Dienst einbestellen. Bin dabei. Ich auch. Ich kenne auch schon den genauen Wortlaut seiner Antwort. Seid ihr fertig? Ich muss noch mal kurz rüber zur Bank. Während der Dienstzeit? Klappe, Darren. Warteschlange vor der Bank? Hat die Bank geschlossen? Ja, die Türen sind abgeschlossen. Aber es hängt nirgends ein Schild oder so. Komisch. Colin? Okay. Ja, Zentrale. Hickey hier. Es geht um eine Überprüfung. Rufen Sie die Surrey Parleybank, Lexington, Ecke Woodlaw an. Fragen Sie nach, warum die Bank trotz der normalen Öffnungszeit geschlossen ist. Ich warte. Danke. Man kann durch die Fenster und den Eingang absolut nichts sehen. Überall hängen diese Lamellendinger. Sind Sie von der Polizei? Ja, Ma'am. Glauben Sie,
Da stimmt was nicht. Okay, bitte bleiben Sie in der Leitung. Und? Da drin meldet sich keiner. Sie sollen Verstärkung schicken. Aber... Sie sollen Verstärkung schicken. Zentrale, schicken Sie alle in der Nähe befindlichen Streifenwagen zur Lexington, Ecke Woodlaw. Vermutlich haben wir es mit einem Code 9 zu tun. Wiederhole, vermutlich haben wir es mit einem Code 9 zu tun. Ende. Darren, sorg dafür, dass die Leute hier verschwinden. Sie haben es gehört, Herrschaften. Bitte gehen Sie rüber auf die andere Straßenseite. Aber... Kein Aber. Alle rüber auf die andere Straßenseite. Los, verschwindet. Wie viele Magazine habt ihr dabei? Zwei. Ich auch. Dann... Scheiße. Was hat ihr denn zur Seite! Oh. Lorraine, alles in Ordnung? Ja. Nichts mehr. Wir brauchen hier sofort jede Menge Krankenwagen. Der Land Rover ist mitten in die Bank gekracht. Und das war kein Zufall. Schießt auf die Reifen! Verdammter Mist! Habt ihr euch das Kennzeichen gemerkt? Ja. Und wenn die Kollegen ein bisschen auf Zack sind, kriegen sie sie noch. Das will ich hoffen. Los, sehen wir nach, was sich da drin abgespielt hat. Ich verstehe nicht, warum keiner den stummen Alarm ausgelöst hat. Oh nein. Mein Gott. Das... Wir brauchen sofort einen Hubschrauber. Diese Schweine dürfen uns nicht durch die Lappen gehen. Haben Sie den Wagen entdeckt? Ja, Detective Chief Inspector. Die Straße runter hinter der Ecke. Keine 50 Meter von hier. Und die Killer saßen noch drin? Ja. Als sie mich sahen, haben sie sofort das Feuer eröffnet. Ich hatte Glück, dass die Häuser hier alle leer stehen. Durch die Ruinen konnte ich unbehelligt flüchten. Konnten Sie sehen, wie viele es waren? Tut mir leid, Sir. Ich sah nur das Mündungsfeuer aufblitzen und bin sofort in Deckung gegangen. Welche Schritte haben Sie unternommen, Sergeant? Meine Kollegen sperren gerade den Bereich großräumig ab. Ausgezeichnet. Die Straße endet übrigens in einer Sackgasse, vor einer 4 Meter hohen Mauer. Dann sitzen die Mistkerle in der Falle. Wenn die hier raus wollen, müssen sie hier durch. Darren, das hier ist so hoch. Ich bin hier früher mal Streife gegangen. Wenn du entsprechende Ortskenntnisse hast, kannst du von jetzt auf gleich untertauchen. Glaubst du, die sind so dumm und warten, bis wir sie holen? Trotzdem. Selbst wenn sie zu Fuß abgehauen sind, weit können sie noch nicht sein. Zuallererst werden wir nachsehen, ob sie noch im Auto hocken oder nicht. Du willst nicht auf die Eingreiftruppe warten? Die Zeit haben wir nicht. Ist das für klug, Lorraine? Wir haben das gleiche Antiterror-Training absolviert wie die Jungs von der Spezialeinheit. Oh, danke. Jetzt fühle ich mich schon viel wohler. Du kannst ja hinter mir bleiben, wenn du Angst hast. Sergeant, zeigen Sie uns den Weg durch die Häuser. Jawohl, Sir. Da vorn steht der Wagen. Ja, das ist er. Ein dunkelblauer Land Rover. Sieht so aus, als wären die Vögel ausgeflogen. Ja, es ist niemand zu sehen. Sergeant, Sie gehen zurück und rufen den Yard an. Lassen Sie sich mit dem Chief verbinden. Bestellen Sie ihn vom Detective Chief Inspector Wally, dass wir Einheiten brauchen, die die Straßen rund um Soho kontrollieren. Notfalls auch Straßensperren und Einzelkontrollen von Fahrzeugen und Personen. Beamte mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen. Jawohl. Der Alte flippt aus, wenn er das hört. Wie sollen wir vorgehen? Du sicherst uns mit deiner Waffe vom Eingang aus. Behalt die Fenster im Auge. Bei der kleinsten verdächtigen Bewegung drückst du ab. Verstanden? Verstanden. Darren, du kommst mit mir. Ich übernehme von mir aus die linke Seite. Du die rechte. Ich dachte, ich soll hinter dir bleiben. Los jetzt! CID, kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Los, check die Beifahrerseite! Die Kiste ist leer. Colin? Nichts rührt sich. Scheiße, dann sind Sie weg! Vielleicht halten Sie sich noch irgendwo hier in der Nähe versteckt. Aber wo sollen wir in diesen Häuserschluchten anfangen? Jetzt wären Spürhunde nicht schlecht. Was war das? Das ist eine verdammte Handgranate! Ah!
Sie hatten verdammtes Glück, dass die Granate so weit neben dem Wagen explodiert ist. Ich weiß, Sir. Das glaube ich kaum. Im Heck des Wagens standen drei Kanister mit insgesamt 60 Litern Benzin. Wenn die mit hochgegangen wären, würden Sie jetzt nicht so munter vor mir sitzen. Naja. In Zukunft unterlassen Sie bitte solche Extratouren. Ich habe nicht vor, eines meiner schlagkräftigsten Teams zu verlieren. Nein, Sir, natürlich nicht. Und jetzt zurück zu dem Banküberfall. Diese Sache hat die Öffentlichkeit in helle Aufregung versetzt. 11 zivile Opfer allein in der Bank heute Morgen. Dabei sind die Täter mit der Präzision eines Uhrwerkes vorgegangen. Es muss eine regelrechte Exekution gewesen sein. Das lässt den Schluss zu, dass es Teil des Plans war. Die Toten wurden billigend in Kauf genommen. Aber wer plant denn einen Banküberfall mit solch einem Bodycount? Wenn die Summe stimmt. Weiß man denn schon, wie hoch die erbeutete Geldsumme ist? Ja, das weiß man. Halten Sie sich fest. 7 Millionen Pfund. So viel? Aber wenn das der Grund für das brutale Vorgehen gewesen ist, dann wussten die, dass dort so viel zu holen war. Ganz Ihrer Meinung, Hickey. Es klingt zynisch, aber wir müssen froh sein, dass der Bankraub so früh am Morgen stattgefunden hat. Das gleiche Szenario am Mittag und wir hätten ein paar Dutzend Leichen gezählt. Hier habe ich noch was für Sie. Dieses Foto wurde von einer Überwachungskamera geschossen. Es ist das Einzige, was wir von der Festplatte der Überwachungseinheit retten konnten. Alle anderen haben die Detonation in den hinteren Räumen leider nicht überstanden. Danke, wenigstens etwas. Wohin hat man die Opfer gebracht? In die Gerichtsmedizin Kensington. Was ist mit dem Fluchtwagen? Ist der schon bei den Jungs von der Spurensicherung? Ja. Der Wagen wurde sofort abtransportiert. Er wird in diesem Moment auseinandergenommen. Wenn Sie einverstanden sind, würde mein Team den Fall weiterverfolgen. Was glauben Sie, warum Sie hier sitzen? Natürlich ist das Ihr Fall. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie diese Schweine zu fassen kriegen. Ich dachte, die Antiterroreinheit wäre noch am Ball. Die durchkämmt die leerstehenden Hochhäuser, aber es ist mehr als unwahrscheinlich, dass wir sie jetzt noch erwischen. Auch die Straßensperren waren bisher erfolglos. Ich habe Order gegeben, sie um 22 Uhr wieder aufzulösen. Sonst steigt mir der Innenminister aufs Dach. Ach, was ist übrigens aus der Sache im St. Andrews geworden? Nichts für unsere Abteilung, Sir. Oh, naja, in Ordnung. Kensington? Kensington. Schon mitbekommen. Force Unit 1 an Sniper. Block 2, viertes Geschoss, Ostflügel. Bewaffnete Zielperson mit Sturmhaube. Nahe Fensterfront. Roger. Schnappen wir ihn uns. Bin dabei. Die Waffe weg und auf den Bauch! Los, runter mit der! Erhebt die Waffe! Hast du das gesehen? Der Mistkerl hat nicht mal im Fallen das Sturmgewehr losgelassen. Das war Nummer eins. Hoffen wir, dass die anderen Scheißkerle hier auch noch irgendwo... Was ist das? Das kommt aus der Tasche dort. Ach du Scheiße, das ist... Was geht da oben nur vor? Force Unit One? Was ist da oben bei Ihnen los? Wer ist der tote Bastard, der hier gerade runtergeknallt ist? Machen Sie gefälligst Meldung. Teufel nochmal! Sniper 3, was sehen Sie? Das ist merkwürdig, Sir. Beide stehen mit gesenkten Waffen im vierten Stock. Aber sie rühren sich nicht, kein Millimeter. Sie gehen auch nicht an den Funk. Okay. Force Unit 2, geben Sie Ihre Stellung im Erdgeschoss auf und sehen Sie nach, was da los ist. Ich habe keine Zeit, Detective. Ich sehe, man hat Ihnen unser Kommen angekündigt. Und ich würde mich nur zu gerne Ihren Frage-Antwort-Spielchen widmen, aber seit heute Morgen stehen innervierende Geduldspielchen ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Das sieht ja übel aus, Malvern. Oh, bitte, nur kein Neid. Dieser Zeitvertreib schimpft sich Leichenpuzzle. Die Spielregeln sind schnell erklärt. Man muss nur die passenden Teile eines Körpers zusammensetzen und wenn das gelungen ist, darf man den Toten zur Belohnung identifizieren.
Das sind die Herrschaften aus den Kühlboxen des St. Andrews, nehme ich an. Ich muss Sie enttäuschen, Myler. Die liegen da drüben in viele kleine hübsche Tüten verpackt. Was Sie hier ausgebreitet sehen, sind die Reste einer Special Forces-Truppe, die heute Morgen Pech bei einer Übung hatte. Die vermeintlich harmlosen Attrappen waren leider nicht von Pappe, sondern echt. Echte Attrappen? Danke für den grammatikalischen Hinweis, aber ich denke, Sie haben verstanden, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Ein Unfall bei der Armee? Davon haben wir beim Yard noch gar nichts gehört. Wundert mich nicht. Ist noch geheim. Ach ja, und von mir haben Sie die Info nicht. Hier, Hickey, halten Sie das mal. Hä? Aber ich habe doch gar keine... Danke. So, halten, ja, so. Aha, na, wer sagt's denn? Das könnte tatsächlich der Schädel sein. Was sagen Sie? Das ist ein Kopf? Was davon übrig ist, ja. Okay, das Gesicht ist nicht mehr da, aber mit etwas Fantasie. Also, Detective Wally, wie Sie sehen, ist meine Zeit äußerst knapp. Die Armee möchte bis heute Nachmittag meinen Bericht vorliegen haben. Es geht um die Opfer aus dem Bankraub heute Morgen. Da habe ich bisher nur einen flüchtigen Blick drauf werfen können. Haben Sie schon einen ersten Eindruck? Allerdings, halbe Sachen haben die nicht gemacht. Fast nur gezielte Schüsse auf Kopf und Brustbein. Schwer vorstellbar, dass das ein Bankraub gewesen sein soll. Sieht eher aus wie eine Massenhinrichtung. Dann hatte der Chief mit seiner Vermutung recht. Also es waren auf jeden Fall keine Amateure am Werk. Das sieht man schon am Kaliber. Wo hab ich denn... hier. Für einen flüchtigen Blick haben Sie aber schon eine Menge Kugeln rausgeholt. Ja, das unterscheidet mich wohl von einem Schönheitschirurgen. Sieht aus wie Kaliber 40. Es ist Kaliber 40. Gutes Auge, Wally. Ein paar 9mm sind auch noch dabei. Noch Fragen? Ja. Ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie Fremd-DNA sicherstellen können? Ja, sehr. Außer Spuren nächster Angehöriger wird da wohl kaum was zu finden sein. Das ist ja das Frustrierende. Die hier wurden aus kurzer Distanz erschossen und die da hinten wurden erst zerfetzt und dann gegrillt. Wie soll ein Künstler denn malen, wenn man ihm nicht nur die Farben, sondern auch noch die Leinwand wegnimmt? Ich fühle mit Ihnen. Das heißt, Ihr Bericht an die Armee wird recht kurz ausfallen. Nicht ganz so kurz wie für das St. Andrews. Bei den Forces hier kann ich ja wenigstens noch sagen, wie viele Tote es sind. Aber bei der Leichenhalle, da müsste ich Überstunden einlegen, um das rauszukriegen. Sämtliche Unterlagen über den Eingang der Leichen wurden bei der Explosion vernichtet. Dann noch viel Spaß. Danke, Sportsfreund. Ach, und Sie sollten sich die Hände waschen. Wieso? Nun... Scheiße, was ist denn das? Blut? Nein. Gehirn. Hier, Force Unit 2. Sind jetzt in der 4. Etage. Erreichen gleich den Zielort. Haben jetzt Sichtkontakt. Die Tür steht offen. Es ist jedoch nicht möglich, den kompletten Raum einzusehen. Beiden fehlt augenscheinlich nichts. Bereiten uns auf Sicherung des Objekts vor. Wer ist da? Jason! Bist du das? Ja, ich bin's. Und George ist auch dabei. Stehen bleiben! Kein Schritt weiter! Kommt auf keinen Fall hier rein! Der Typ, den wir zur Hölle geschickt haben, war mit einer gottverdammten Bombe verdrahtet. Und dieses Scheißding hat sich kurz nach dem Abgang scharf gemacht. Der Zünder ist an einen Bewegungssensor gekoppelt. Oh, Scheiße! Könnt ihr erkennen, welcher Typ Sensor das ist? Es sieht nach einem Passiv-Infrarotsensor aus. Wo ist das Ding und in welchem Winkel steht er zu euch, beziehungsweise zu uns? Der Sensor liegt horizontal zu oberst in einer Sporttasche. Er hat uns auf jeden Fall schräg von der Seite im Visier. Dann dürft ihr euch unter gar keinen Umständen bewegen. Danke, du Genie! Was glaubst du, was wir die ganze Zeit nicht machen? Seht ihr Kabel, die vom Sensor wegführen? Oh ja. Direkt in den Zünder, der auf einem Stapel C4-Blöcken liegt. Wenn diese Ladung hochgeht, nehmen wir den Abrissunternehmen eine Menge Arbeit ab. Könnte man die Kabel von der Seite aus durchtrennen? Du willst doch wohl nicht... Hast du eine bessere Idee? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis euch die Glieder schwer werden. Woraus besteht die Tasche? Sieht aus wie Polyester. Okay. George, du gehst runter und sorgst dafür, dass der komplette Block evakuiert wird und unsere Jungs das Feld räumen. Du hast 5 Minuten. Dann werde ich mit der Entschärfung beginnen. Geht klar. Und passt bloß auf. Wird schon schief gehen. Könnt ihr noch so lange aushalten? Scheiße, ja. Aber wie willst du das anstellen, ohne dass wir in die Luft fliegen? Mit meinem Zippo. Mach langsam. Keine Sorge. Der Rand der Tasche ist hoch genug. Ich bin nicht im Erfassungsbereich des Sensors. Vorsicht! Das Zeug brennt wie Zunder! Und da wollte mir meine Freundin das Rauchen abgewöhnen.
Wenn ich Krebs kriege, dann von diesem scheiß Plastik. Nicht von den Kippen. Kannst du was sehen? Ja, den Zünder und den Plastiksprengstoff. Und... das war's. Ihr dürft euch wieder bewegen. Scheiße, Mann. Du hast was gut bei mir. Wenn du jetzt noch eine Zigarette für mich hast, spende ich dir im Falle einer Verwundung sämtliche Organe von mir. Ich werde dich dran erinnern. Hier. Das kann unmöglicher Ernst sein. Es tut mir leid, General, aber unsere Experten haben die Sache mehrfach überprüft. Das Ergebnis lässt keinen anderen Schluss zu. Die Bomben sind absichtlich vertauscht worden. Wissen Sie auch, was das bedeutet? Selbstverständlich, Sir. Geben Sie her. So etwas hat es innerhalb der britischen Armee noch nie gegeben. Nein, Sir. Wir werden die komplette Truppe auseinandernehmen müssen. Ich habe diesbezüglich schon erfahrene Ermittler aus dem Hauptquartier Bristol angefordert. Sie müssten heute Nachmittag hier eintreffen. Absichtlich vertauscht. Sagten Sie nicht, dass Commander Young bei seiner Einheit sowas wie eine Vaterfigur war und sehr beliebt? Er schon, Sir. Aber die Offiziere Brace, Danforth und Skelly waren es nicht. Innerhalb der Truppe wurde bereits laut, dass man den dreien keine Tränen nachweist. Verdammt! Wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Ich habe eine Erklärung an die Presse abgegeben, in der von einem tragischen Unfall die Rede ist. Den Männern wurde überdies ein striktes Redeverbot auferlegt, was die Sache anbelangt. Wir haben mit strengsten Disziplinarstrafen gedroht, bis hin zur Entlassung aus der Armee. Sehr gut. Dann bleibt nur zu hoffen, dass die Männer auch die Klappe halten, bis Gras darüber gewachsen ist. Sollen wir dann? Wir müssen wohl. In welchem Raum warten die Jungs? Hier seid ihr. Dann war das vorhin von dir kein Witz. 18 Uhr im Konferenzraum. Wie du siehst. Und über was bitte sollen wir hier beratschlagen? Wir haben weder neue Ermittlungsergebnisse noch den Bericht der Spurensicherung. Diese Trantüten arbeiten neuerdings anscheinend nur halbtags. Sieh mal, wer hier noch am Tisch sitzt. Oh, Daddy. Ja, die Trantüten von der Spurensicherung übersieht man gern. Das muss daran liegen, dass ihr sonst immer diese weißen Knisteranzüge tragt. Ich hoffe, du hast mir den kleinen Spruch gerade nicht übel genommen. Wenn du das mit meinem Halbtagsjob nicht verrätst, dann sage ich dem Chief auch nicht, was du und eine weibliche Beamte, wir wollen sie mal mit LW abkürzen, hier in der Mittagspause so treiben. Auf dem Tisch. Touché. Woher bitte willst du wissen? Weil ich hier mal spaßeshalber mit einer UV-Lampe durchspaziert bin. Und was sehen meine Augen? Überall grell leuchtende, eindeutige Beweismittel. Die winzigen Proben konnten zu 99,9% zwei Beamten zugeordnet werden, die hier im Haus arbeiten. Der Yard hat eine Genprobenkartei von uns? Was glaubst du denn? Schließlich gibt's genug Trottel unter den Kollegen, die Spuren mit ihren eigenen Körperbelangen verunreinigen. Jüngster Fall neulich, als sich ein Beamter auf die nackte Leiche einer Frau erbrochen hat... Danke, Daddy, wir können uns ein Bild über Sinn und Zweck der Kartei machen. ...erbrochen hat, weil sie ihr Mörder mit einem langen Messer von unten nach oben aufgeschlitzt... Daddy, du hattest uns etwas mitgebracht, nicht wahr? Ach ja... wir haben den Geländewagen fast völlig auseinandergenommen. Ich nehme mal an, er war gestohlen. Nun,
Es ist üblich, dass man bei solch einem Ausflug nur ungern den eigenen Wagen nimmt, Darren. Es sei denn, man ist von Geburt an schwachsinnig. Dann ist allerdings meist schon bei der Führerscheinprüfung Schluss. Sorry. Das Wageninnere fanden wir komplett gereinigt vor. Sämtliche Griffflächen waren mit so einer Art Cockpit-Tücher abgewischt worden. Ich hab's geahnt. Auch als wir die Kiste fast bis aufs Blech gestrippt hatten, fand sich nichts. Dann haben wir uns näher mit den Benzinkanistern beschäftigt. An dem Griff eines Kanisters klebte ein Stück Latex, ungefähr 5 Pence groß und von gewölbter Struktur. Wie sich herausstellte, stammt es von einem Einmalhandschuh, um genau zu sein, vom rechten Zeigefinger eines Einmalhandschuhs. Wir gehen davon aus, dass der Träger nicht bemerkt hat, dass sein Handschuh schadhaft war. Er hat nämlich mit Teilen seines rechten Zeigefingers sehr viele Abdrücke auf dem Griff eines anderen Kanisters hinterlassen. Ausgezeichnete Arbeit. Tja. Und das ist das Ergebnis, das unser Computer ausspuckte, als wir den Digi-Scan des partiellen Fingerabdrucks einlasen. Klassifiziert. Klassifiziert? Was soll denn die Scheiße? Seit wann macht man mit uns Versteckspielchen? Wach auf, Darren. Das hier ist lediglich der Yard. Es gibt deutlich größere und wichtigere und vor allem schützenswertere Strukturen als die des Yard. Das mag sein, aber hier wurden mal eben 11 Menschen abgeknallt. Ist die Öffentlichkeit etwa nicht schützenswert? Detective Chief Inspector Wally? Wir kommen, Sir. Der Chief hat Sehnsucht. Neuigkeiten? Hörte sich so an. Das war's dann wohl für mich. Ich fahr nach Hause. Kaum. Du sollst ebenfalls zum Chief. Das auch noch. Die Polizei wird die Flugplätze und Häfen erwartungsgemäß 72 Stunden streng überwachen lassen. Auch die Landstraßen dürften jetzt noch nicht sicher für uns sein. Ist doch scheißegal, wir haben Zeit. Nächste Woche geht unsere Fähre rüber nach Irland. Dort tauschen wir die Kohle um und das war's dann. An der Grenze wird es auch keinerlei Probleme geben. Unsere falschen Pässe sind schließlich echt. Ja, alles läuft planmäßig. Das Einzige, was uns jetzt noch aufhalten kann, ist Leichtsinn. Wir haben uns schon 2 Fehler geleistet. Weder die Karre noch das Gebäude sind hochgegangen. Und so dämlich ist die Polizei nicht, dass die nicht misstrauisch werden, wo die Ausrüstung herstammen könnte. Deshalb haltet verdammt nochmal eure Sinne zusammen. Wir dürfen nicht mehr den kleinsten Schritt von unserem Plan abweichen, verstanden? Jawohl, Sir. Aber ich gehe jetzt trotzdem raus, Bier besorgen. Skelly, du kommst mit. Das sind die aktuellen Neuigkeiten. Unter der Sturmhaube steckt ein Penner? Ja. Sein Mund war mit Klebeband umwickelt und die Hände hatte man mit Sekundenkleber an die Waffe geheftet. Er konnte der Aufforderung der Sondereinheit also nicht nachkommen und die Waffe niederlegen. Nett. Und damit er auch schön stillhält, haben sie ihn mit einer Bombe verdrahtet. Nur gut, dass die Sache so glimpflich ausgegangen ist. Leider nicht für den Obdachlosen. Aber wozu dieser Aufwand? Um Zeit zu gewinnen. Ja, aber damit haben sie uns massig Spuren hinterlassen. Das ganze Material. Wenn alles so gelaufen wäre, wie die sich das vorgestellt haben, dann wären nicht viele Spuren übrig geblieben. Denkt man an die vielen Benzinkanister und die nette Ladung C4. Aber es hat eben nicht ganz so funktioniert. Daddy, du checkst, woher das Zeug stammt. Und Chief, wir brauchen Zugang zu diesen Daten. Klassifiziert? Moment. Verbinden Sie mich bitte mit General Frakes von den Special Forces. Ja, ich kann die Uhr lesen, vielen Dank, trotzdem. Special Forces? Es gibt zweierlei Kategorien von Daten, auf die wir keinen Zugriff haben. Die von hohen Diplomaten, die biometrisch erfasst sind, und die der Armee. Erstere können wir zurückstellen, denn die Klassifizierungsnummer... Ich stelle mal auf Lautsprecher. Chief Hazelwood? Hier ist General Frakes. Sie wollten mich sprechen. Sie müssen den späten Anruf entschuldigen, Sir, aber der Yard braucht dringend eine Auskunft.
können Sie haben. Bei mir laufen sowieso zurzeit die Drähte heiß. Ich hörte von dem schrecklichen Unfall. Mein Mitgefühl. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um den brutalen Bankraub, der heute verübt wurde. Tja, scheußliche Sache. Die Geschichte mit dem toten Zivilisten. Aber wie kann ich Ihnen da behilflich sein? Wir sind bei unseren Ermittlungen auf etwas gestoßen. Allerdings ist diese Akte als klassifiziert gekennzeichnet. Eine von der Armee? Was haben Sie denn gefunden? Einen unvollständigen Fingerabdruck. Es ist ein 7er-Code. Die genaue Aktennummer lautet 77-3745. Habe ich notiert. Ich lasse das morgen als erstes prüfen und schicke Ihnen dann die Daten zu. Danke, General. Gut, die Sache läuft. Wally, wie sehen Ihre nächsten Schritte aus? Wally! Entschuldigen Sie, Sir, ich habe gerade nachgedacht. Das merke ich. Und worüber? Die Cyril Parley Bank ist eine Privatbank, richtig? Richtig. Soweit ich weiß, fließen aber auch viele Gelder von Regierungsseite an diese Bank. Auch das ist korrekt. Hohe Vertreter des Geheimdienstes und Teile der Armee haben dort Konten. Aber worauf wollen Sie hinaus? Die erbeutete Summe war enorm. Mich würde interessieren, ob die Bank immer über ein solches Volumen von Zahlungsmitteln verfügt. Das lässt sich herausfinden. Genau. Lasst euch die Nummer des Geschäftsführers geben und interviewt ihn mal dazu. Jetzt? Es ist gleich 9. Und? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nach dem heutigen Tag ausgegangen ist. Liegt der Abschlussbericht von Kingswood schon auf meinem Rechner? Sollte. Warum? Gibt's was, was wir noch nicht wissen? Wie gesagt, ist nur so eine Idee. Wir sehen uns morgen früh. Chief? Daddy? Wieso sollte ich eigentlich mitkommen? Ach das, ja. Das hat sich erledigt. Ah. Ich bin's nochmal. Ich habe gerade einen Fax von General Frakes bekommen. Scheinbar hat er sich doch selbst um die Sache gekümmert. Vor mir liegen sämtliche Daten der gesperrten Akte. Und? Der Fingerabdruck passt zu 93% zu einem Soldaten einer Special Forces-Truppe. Volltreffer. Das würde einiges erklären. Die rigorose Vorgehensweise bei dem Bankraub, die Sache mit dem Sprengstoff und dem... Da gibt's nur ein kleines Problem. Der Soldat ist 3 Stunden vor dem Bankraub bei einer Bombenexplosion zerfetzt worden. Bei der Sache heute Morgen? Genau. Kein Irrtum möglich? Ausgeschlossen. Der betreffende Soldat Danforth ist mit seinem Vorgesetzten Young und den Kameraden Scully und Brace bei einer Übung gestorben. Das klingt nach einem wasserdichten Alibi. Sie sagen es. Danke für die Info. Verdammt. Das keine Überraschung ist. Mr. 9mm hat hier mitgemischt. Könnte mir vorstellen, dass das die Kollegen vom Yard interessiert. Hey Paul, kannst du die hier mal kurz in die Ballistik rüberbringen? Und ruf Daddy an, der soll sich das mal ansehen. Dann ist der Typ also nicht durch die Explosion ums Leben gekommen. Es sei denn, er hat die Kugel schon vorher als Hirnpiercing getragen. Ich liebe Ihren Humor, Melvin. Der Mann wurde also erschossen. Gut. Aber könnte das nicht auch eine von den Leichen aus den Kühlfächern sein? Nein, diese und eine weitere Leiche wurden abseits der verkohlten Überreste gefunden. Es handelt sich zweifelsfrei um die beiden Pathologieangestellten, von denen einer offensichtlich ermordet wurde. Na wunderbar. Jetzt haben wir neben dem Bankraub auch noch einen ungeklärten Mord am Hals. Dann könnte die Explosion eventuell auch vorsätzlich herbeigeführt worden sein, um das Verbrechen zu vertuschen, richtig? Möglich. Aber der Knaller kommt erst noch. Ich habe hier das Ergebnis der ballistischen Auswertung. Und? Die Kugel, die diesen Mann getötet hat, wurde aus derselben Waffe abgefeuert, die auch bei dem Bankraub benutzt wurde. Durch sie starben eine Bankangestellte und ein Kunde. Ebenfalls Kopfschüsse. Ist das sicher? Daddy hat dieses Projektil mit den anderen verglichen, weil er dachte, es stamme auch aus dem Banküberfall. Noch Zweifel? Nein, nicht den leisesten. Aber wo liegt da der Zusammenhang? Das fällt eindeutig in euer Ressort. Ich stelle nur fest...
Dass diese Typen in der Bank wegen ein paar Mille über Leichen gehen, lasse ich als Motiv ja noch durchgehen. Kriminalistisch. Nicht moralisch, wohlgemerkt. Aber warum sollten dieselben die Nachtvögel im Leichenhaus ausknipsen und dann das Ding hochjagen? Vielleicht, um denen ein paar Leichen zu klauen. Ja, garantiert. Schicken Sie uns den Bericht rüber. Ist schon geschehen. Lorraine schnappt über vor Freude, wenn sie diese Neuigkeiten erfährt. Der Geschäftsführer der Bank sagte, dass die hohe Summe für das Militär bereitgehalten wurde. Schon seit längerer Zeit auf Abruf. Und das muss jemand in Erfahrung gebracht haben. Glaubt ihr, dass die uns da so ohne Termin reinlassen? Keine Sorge, die werden schon mit uns zusammenarbeiten. Und der Chief? Weiß der von unserem kleinen Ausflug? Bin ich verrückt? Außerdem muss ich ihm nicht schon vorab Rechenschaft über meine Ermittlungsmethoden ablegen. Ja, aber das Militär. Du weißt doch, die geben so gut wie nie Infos raus. Und wenn, ist es meist nur die halbe Wahrheit. Ich will den Herrschaften ja nur ein Foto zeigen, sonst nichts. Wieso war bei dem Fax eigentlich keins dabei? Weil dieser Danforth einer Special Forces Truppe angehört hat, die, laut Aussage des Chiefs, komplett unsichtbar ist. Was heißt das? Diese Jungs werden überall da eingesetzt, wo sich sonst keiner rantraut. Übernehmen Verantwortung für Aktionen, die das MI6 nicht mal mit der Kneifzange anfassen würde. Viele von denen hatten ihren ersten Einsatz unten im Irak. Dort werden sie nur die Schutzengel genannt. Sie sichern die eigenen Kommandozüge und Truppenbewegungen, halten sich aber völlig im Hintergrund. Das Aufspüren von Heckenschützen bezeichnen die als Fingerübung. Gibt's von denen denn keine Fotos? Doch, aber die liegen zusammen mit den Fingerabdrücken im Panzerschrank der Army. Sonst aber nichts, was Rückschlüsse über die Soldaten erlauben würde. Keine Schriftproben, kein Genmaterial, keine Kontakte zu Angehörigen. Toller Verein. Da sollte ich mich mal bewerben. Du kannst ja gleich deinen Namen mit in den Hut werfen. Ich werde dich nicht aufhalten. Warum bist du eigentlich zum Yard versetzt worden? Beziehungen. Toll. Das sind ja erstklassige Qualifikationen. Tut mir leid, aber ich sehe mich außerstande, Ihnen weitergehende Informationen auszuhändigen. Es geht hier um die Aufklärung eines der brutalsten Verbrechen der letzten 10 Jahre. Also kommen Sie mir nicht mit so einem Kompetenzquatsch. Ich habe diese Regel nicht aufgestellt. Aber zu Ihrer Information. Es handelt sich nicht um Kompetenzquatsch, Detective Chief Inspector. Es geht einzig um den Schutz der Soldaten. Männer, die für die extremsten Stresssituationen ausgebildet wurden. Männer, die mit ihrem Leben das der Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens schützen. 11 von diesen Bürgerinnen und Bürgern sind gestern getötet worden. Und wir haben den Fingerabdruck eines ihrer Männer an einem gestohlenen Fluchtwagen gefunden. Wie erklären Sie sich das, hä? Darauf habe auch ich keine Antwort. Doch, wie Sie bereits wissen, Major, was ist denn hier los? General Frakes, das ist Detective Chief Inspector Wally mit Ihren Kollegen. Sie sind von Scotland Yard. Detective, was können wir für Sie tun? Ich brauche eine Auskunft. Nur eine einzige. Welche? Ist Ihnen der Mann auf diesem Foto hier bekannt? Nun, wie ich sehe, verfügt der Yard über ausgezeichnete Quellen. Was soll das heißen? Ich habe Ihrem Vorgesetzten gestern Teile der Akte von Stephen Danforth zugefaxt. Das ist mir bekannt. Und offensichtlich konnten Sie trotz unserer spärlichen Informationen ein Foto von ihm auftreiben. Darf ich fragen, wo Sie das herhaben? Soweit mir bekannt ist, wurden alle Bildquellen unserer Special Forces, und damit meine ich wirklich alle, vernichtet. Dieses Bild wurde gestern Vormittag von der Überwachungskamera der Cyril Parley Bank aufgenommen. Das ist wohl schlecht möglich. Der Soldat Danforth ist gestern am frühen Morgen tödlich verunglückt. Dann muss er einen Doppelgänger haben. Und zwar einen, der ihm nicht nur ähnlich sieht, sondern auch exakt die gleichen Fingerabdrücke besitzt. Verdammt. Bitte kommen Sie mit. Und Sie, Major, bringen bitte sämtliche Ergebnisse unserer internen Untersuchung mit. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir mit offenen Karten spielen. Sie finden uns in der Übungshalle. Selbstverständlich, Sir. Deshalb kommen wir zu dem Ergebnis, dass es sich um Vorsatz gehandelt haben muss. Es wurden absichtlich ein scharfer Zünder samt Sprengsatz entwendet und in eine Attrappe eingesetzt. Wer kommt an die Materialien ran? Das ist das Problem. Eigentlich nur der Vorgesetzte der jeweiligen Truppe. Laut Protokoll hat Commander Young gestern Morgen die Attrappe aus dem Magazin geholt und vorschriftsmäßig ausgetragen. Sonst kann niemand unbemerkt an die Sprengstoffe? Wir haben die Überwachungsvideos ausgewertet. Young war der Einzige, der im Magazin war. Zudem gibt es immer einen Wachoffizier, der jede Person notiert. Man kommt also nicht ungesehen da rein. Ausgeschlossen.
Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder trug sich Commander Young mit Selbstmordgedanken... Ausgeschlossen. Alle Soldaten erfüllen die strengsten Kriterien. Sie werden jeden Monat von Ärzten gecheckt. Oder es gibt einen Unsichtbaren in ihrer Truppe. Aber beides erklärt immer noch nicht, wie der tote Danforth Stunden später eine Bank überfallen haben soll. Danforth und drei weitere Täter. Wie viele Soldaten, sagten Sie, sind gestern getötet worden? Mit dem Commander insgesamt 4. Merkwürdiger Zufall. Das ist doch absurd. Die Männer sind tot. Wir mussten die Reste von ihnen in Tüten wegpacken und... Wir haben die Tüten gesehen. Viel war ja nicht übrig. Stopp mal. Mir kommt da gerade eine ganz verrückte Idee. Und welche? General, der Unfall hat sich genau an dieser Stelle ereignet, richtig? Wie Sie unschwer an den Brandspuren erkennen können. Wie viele Eingänge besitzt diese Halle? Ist das dort hinten der einzige? Was soll das? Diesen Teil der Halle kann man nur durch das 4x10 Meter große Haupttor betreten. Und das öffnet sich jedes Mal mit einem akustischen Warnsignal. Das haben Sie doch eben selbst miterlebt. Darren, worauf willst du hinaus? Ganz einfach. Dass es hier noch einen anderen Zugang geben muss. Und zwar einen, durch den man schnell und vor allem ungesehen verschwinden kann. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Wo sollte denn hier jemand... Ist das hier ein Kanaldeckel? Ja, aber das... General Frakes, Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn sich unsere Spurensicherung hier mal umsieht. Ach, und Sie sollten in Ihrem Waffenarsenal die C4-Bestände mal genau überprüfen. Könnte sein, dass es da auch eine Überraschung gibt. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Von den Brocken in den Tüten da hinten kann ich keine Fingerabdrücke mehr nehmen oder Gebissvergleiche anstellen. Ich müsste eine Genanalyse durchführen, um Ihre Frage zu beantworten. Und ich habe kein Vergleichsmaterial. Das würde die Army bei dieser Spezialeinheit auch niemals freigeben. Was ist da drin? Persönliche Dinge der 4 Soldaten. Kämme, Rasierzeug, Sachen, die die Army nur allzu gern rausgegeben hat. Und das auch nur, weil Sie uns auf die Spur gebracht haben, Melvin. Hätten Sie nicht den Kopfschuss bei einer der Leichen entdeckt, wir würden immer noch im Dunkeln tappen. Stopp, nicht so fix. Was habe ich da losgetreten? Erinnern Sie sich noch an das, was Sie scherzhaft über das Motiv des Mordes gesagt haben? Dass die Täter dort ein paar Leichen klauen wollten? Das war ein guter Witz, mit dem Sie aber komplett richtig lagen. Aha. Wir fanden in der Kanalisation unter dem Trainingsgebäude 4 Säcke, die darauf hinweisen, dass darin organisches Material zwischengelagert worden ist. Was? In den Tüten dort hinten liegen nicht die Reste der Special Forces, sondern die von 4 unbekannten Leichen, die aus dem St. Andrews gestohlen worden sind. Sie wurden entwendet, um für ein Alibi-Pate zu stehen. Der Banküberfall wurde von Insidern durchgeführt, die wussten, dass in den Tresoren eine Menge Kleingeld gebunkert wurde. Namentlich von den Soldaten Skelly, Brace und Danforth. Und ihrem Vorgesetzten Commander Young. Aber die hatten geschickterweise einige Stunden zuvor ihr Ableben inszeniert. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Die haben sich 4 Körper besorgt, die Zeugen beseitigt und danach alles in Schutt und Asche gelegt. Die Leichen wurden in der Kanalisation unter der Übungshalle abgelegt, mittlerweile in Uniformen gekleidet. Dann... Während die anderen Soldaten im Schutzraum nebenan noch versuchten, den manipulierten Monitor in Gang zu bringen, haben sie ihre Doubles nach oben geschafft und sind verduftet. Kurz darauf ging die vermeintliche Übungsbombe hoch. Und während alle noch geschockt über den Tod der 4 Soldaten waren, hatten die sich längst durch die Kanalisation aus dem Staub gemacht und die Bank hochgenommen. Ohne Rücksicht auf Verluste. So wie man es von dem Team erwarten konnte. Die haben das alles durchgezogen, um eine Bank zu überfallen? Na, 7 Millionen Pfund sind ganz ordentlich, wenn man ein neues Leben beginnen will. Keiner von denen war persönlich gebunden. Einzelgänger, die sämtliche Kriterien für diesen Job erfüllt haben. Hätten die Jungs sich nicht ein paar kapitale Fehler geleistet, sie wären sicher mit allen Ehren beigesetzt worden. Stattdessen werden sie jetzt mit internationalem Haftbefehl gesucht. Jeder Zöllner an der Küste und jeder Flughafenmitarbeiter hat ein Foto der Gesuchten.
Und ich soll jetzt trotzdem noch eine Genanalyse durchführen. Die wird später für den Staatsanwalt von Interesse sein. Wie lange wirst du dafür brauchen? Um rauszufinden, dass die Reste nicht von den Special Forces stammen? Ich mach mich gleich dran. Das ewige Wände anstarren macht mich noch wahnsinnig. Hättest du nicht eine Kabine mit Deckterrasse buchen können? Das ist eine beschissene Kurzstreckenfähre und nicht die Queen Elizabeth. Ja, ja, God save the Queen. Hör bloß auf mit dieser Scheißleier. Das ist ein für alle Mal vorbei. Nie wieder werde ich mich für Königin und Vaterland in irgendeinem abgefuckten Winkel der Welt niederknallen lassen. Das brauchst du auch nicht. Ab heute sind wir Zivilisten. Hier, das sind eure neuen Pässe. Gentlemen, wir sind jetzt offizielle Bürger der Republik Irland. Dann können wir unsere britischen Papiere ja verbrennen. Aber nicht hier. Sieh mal nach oben. Hä? Ach so, der Rauchmelder. Moment. Was ist das denn? Verdammte Scheiße, was soll das? Die war am Rauchmelder befestigt. Eine Kamera. Lass sie. Das ist eine Kamera. Ich habe schon so viele von den Dingern installiert. Hier! Bryce, Kelly, ihr checkt den Flur. Du bist nicht mehr unser Commander. Du... Halt dein verdammtes Maul. Ihr seht euch um und kommt dann sofort wieder. Und passt bloß auf. Um wie viel Uhr legen wir an? In knapp einer Stunde. Wir müssen sofort alles zusammenpacken und... Das ganze Deck ist menschenleer. Auch das Bistro am Ende des Flurs. Okay, die Waffen. Wir müssen runter zum Parkdeck. Ja, verstehst du denn nicht, was das bedeutet? Die sind uns draufgekommen. Die wissen alles. Nehmt die Taschen, wir hauen ab. Young? Da vorne rechts gibt es ein Treppenhaus, das nur für autorisiertes Personal ist. Es führt durch alle Decks. Vorwärts! Deck E. Das ist es. Wir müssen einen Transporter oder LKW finden. Das Scheißding ist abgeschlossen. Dann wieder zurück. Ruhe! Was ist das für ein Geräusch? Das ist... Eine verdammte Blindgranate! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Runter! Sie haben keine Chance! Deckung! Los, hoch mit euch! Ich kann nicht sehen! Weiter. Sie haben keine Chance! Geben Sie auf! Wally! Achtung! Sie kommen nach unten! Sie sind schon da. Das gefällt mir nicht. Hier unten sitzen wir in der Falle. Dann geh doch wieder hoch! Weißt du, was die mit uns machen, wenn die uns kriegen? Das werden sie nicht. Vorsicht, zur Seite! Skelly und Young, ihr sichert. Wir halten euch den Rücken frei. Okay, und los! Die Waffe! Feuer! Ah! Geben sie endlich auf! Die sind überall, hörst du? Die kommen von allen Seiten. Wir kämpfen bis zum Schluss. Wir ergeben uns nicht. Aber ich... Hörst du? Ich schon! Nicht schießen, ich bin unbewaffnet! Ich komme raus, hört ihr? Nicht schießen! Ich sagte, wir ergeben uns nicht, du Feigling! Fahrt zur Hölle! Können Sie die Typen doch noch Insekten abtransportieren? Und? Willst du dem Club immer noch beitreten? Ich glaube nicht. Die Jungs sind mir eine Spur zu extrem. Wahnsinn kann man lernen. Davon habe ich beim Yard genug. Danke. Könnt ihr zwei nicht mal die Klappe halten? Los, der Hubschrauber wartet nicht ewig.